Zehnter Aspekt weiblichen Seins, die alte Weise. Ich prüfe. Ihr Tier ist die Ziege. Sie gibt dir die Fähigkeit zur Verkörperung. Sie ist Gelassenheit. Sie sagt, meine Kinder, ich wache über euch. Schlaft weiter einen guten Schlaf. Sie hütet euer Recht zu ruhen, bevor mit der Morgendämmerung eure Trauer und euer Elend zurückkehren. Sie bewacht auch die Zeiten der Trauer und des Elends, aber sie erspart sie euch nicht, denn das kann sie gar nicht. Die alte Weise halten wir uns gern auf Distanz, und die, die sagen, sie hätten sie so richtig lieb, sagen dies nur, um ihre Furcht vor ihr zu verbergen. Es ist nicht angebracht, sich vor ihr zu fürchten. Auch Ehrfurcht ist nicht die Haltung, die der alten Weisen in dir den Raum verschafft, den sie verdient hat. Die alte Weise kennt die Geheimnisse des Universums und hütet die Strukturen der irdischen Welt. Sie hat eine andere Auffassung von Zeit, als die Menschen es allgemein gewöhnt sind. Sie denkt in Jahrtausenden und weiß, dass die 4000 Wochen eines durchschnittlichen Menschenlebens unserer Zeit nicht besonders viel sind. Sie versteht etwas davon, dass Energie die Kraft der Strukturen braucht, um für uns wahrnehmbar zu sein. Sie ist es, die dir erzählt, dass du das Flussbett brauchst, damit das Wasser zum Meer hinfließen kann. Sie ist eine Tochter dieser Erde und wohnt schon ziemlich lange auf dem Bauch ihrer Mutter. Darum kennt sie sich aus. Sie kennt alle Wege und alle Sackgassen. Sie weiß die Abkürzungen und die gefährlichen Stellen, wo der Treibsand dich tückisch in die Tiefe zieht, aber auch, wohin du gehen musst, um die Schönheit eines einzigartigen Sonnenuntergangs erleben zu können. Sie macht dich darauf aufmerksam, dass ein Weg in einzelnen Schritten gegangen wird und dass du nichts überspringen kannst. Darum ist sie die Kraft des folgerichtigen Scheiterns. Aus diesem Grunde haben manche Angst vor ihr, denn sie verwechseln sie mit der Ursache für das Scheitern, aber das ist ebenso töricht, als bestrafe eine die Überbringerin einer schlechten Nachricht für die Schlechtigkeit dieser Nachricht. Die alte Weise ist zu alt, um so nebensächliche Dinge wie Niederlagen und Siege, Erfolg oder Scheitern wirklich wichtig zu nehmen. Es ist notwendig, sich den Strukturen zuzuwenden. Die alte Weise wird darauf pochen, dass du dich ihr zuwendest, und die Mittel und Wege, die sie findet, wenn du dich verweigerst, haben es in sich. Als Stammmutter ist sie ein bisschen transpersonal, und das heißt, sie ist Argumentationen und Diskussionen nicht sonderlich zugänglich. Wenn du dich ihr öffnest, hat sie viele Geschenke für dich. Vielleicht kennst du das leichte, wunderbare Lebensgefühl, wenn alle Rechnungen bezahlt sind und alle Termine bei der Zahnärztin hinter dir liegen. Das Haus ist geputzt, die Suppe gekocht, die Post rechtzeitig abgeschickt. So ist es, wenn eine sich freudig den Strukturen zuwendet und sie nicht als feindlich betrachtet oder sich ihnen verweigert. Die praktische Alltagswelt hat die weise Alte lange als Zentrum ihres Lebens gehabt. Ihr Blick auf diese Belange ist jedoch ein anderer als der der Bäuerin, der Wissenden oder der Händlerin. Sie ist das Gedächtnis. Sie sorgt dafür, dass die Frauen jeder Generation das Rad nicht neu erfinden müssen, indem sie ihr Wissen weitergibt und allen, die es wollen, zeigt, wie es schon immer gemacht wurde. Sie weiß, was hinter den Dingen steckt und erklärt dir jederzeit auf ihre Weise die physikalischen Gesetze. Wir können es Tradition nennen, aber es hat etwas mit der Identität aller Frauen zu tun und darum mit ihrer Würde und ihrer Selbstachtung und mit der Sicherheit, auf den Schultern vieler Ahnen zu stehen, die vor uns da waren und das ihre getan haben. Die alte Weise, die Großmutter, ist der Schoß der Welt.